Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit einem kleinen Einkauf bei Rewe. Es gab ja schon lange kein Haul-Video mehr hier und Haul heißt ja so viel wie ich zeig euch meinen Einkauf. Als Vorgruppe für das große, kleine Rewe-Einkaufsvideo gibt es noch ein Special aus dem Aldi Nord. Denn dort war ich auch noch vor Ort nach dem Rewe. Und deswegen liegen die Aldi-Produkte ganz oben in meinem Rucksack. Und es geht los mit einem Klassiker, den ich jedes Mal, wirklich fast jedes Mal im Aldi Nord kaufe. Chicken Curry von Froster. Ist einfach lecker. Kennt ihr auch auf meinem Kanal als Chicken Vietnamese. Ist das gleiche Produkt. Schmeckt sensationell. Ich mag es. Das darf bitte nie mehr weggehen. Viele Fertiggerichte haben sich ja im Laufe der Zeit verabschiedet. Aber das Chicken Curry ist einfach richtig lecker und bleibt hoffentlich ganz, ganz lange. Dann der Hauptgrund, warum ich bei Aldi war, nämlich Haribo. Da gibt es die Sketti Sauer Vegan im Angebot für 69 Cent. Das Froster Chicken Curry übrigens 2,49 Euro. Und Pasta Basta Sauer, auch vegan, werde ich in Kürze hier auf dem Kanal vorstellen. Und wie gesagt, aktuell bei Aldi Nord im Angebot. Im Angebot bei Rewe. Was für ein toller Übergang, oder? Für 1,75 Euro die neue Milka Nussini Großtafel. Auch die anderen Großtafeln sind im Angebot. Milka Nussini, sagt ihr, kennt ihr vielleicht. Ja, Milka Waffel sah so ähnlich aus, hatte aber keine Haselnüsse in der Schokocreme. Ist es eine 300 Gramm Tafel? Das werdet ihr bald erfahren im Video. Ach, ich verrate schon jetzt, es sind 270 Gramm. 10% weniger als in der Milka Waffel. So, los geht's mit dem Rewe auch, beziehungsweise weiter geht's mit Skyr. Den kaufe ich nämlich auch immer wieder gerne. 500 Gramm. Zum Glück habe ich mir jetzt so einen wiederverwendbaren Gummideckel gekauft. Ach, den zeige ich euch mal. Da bin ich wieder, weil ich esse die 500 Gramm natürlich nie auf einmal auf, sondern mache das in drei Portionen. Und den kann man hier perfekt drauf machen. Der ist jetzt aus dem Penny, den gab es ja damals mal in der Kühlung. Und es ist echt praktisch, oder? Ich liebe sowas. Dann, ich bin seit kurzem auch wieder auf dem Eiertrip. Und die Eier kaufe ich tatsächlich auch immer bio, möglichst bio und nachhaltig. Und ja, Aufzucht von Henne und Huhn, beziehungsweise von Henne und Hahn. Sorry, Henne und Hahn ist mir auch ganz wichtig in dem Bereich. Also Bio-Eier. Dann, apropos Bio, fängt auch mit B an. Bio-Bananen kaufe ich auch immer ganz gerne. Und wo wir gerade beim Thema Bio sind, Bio und regional, da wisst ihr jetzt genau, was jetzt kommt. Denn jetzt kommt meine Milch, die ich immer wieder kaufe, vom Hamfelder Hof. Die haben nochmal preislich einen draufgesetzt. Dieses Jahr haben die extra so angekündigt. Die haben geschrieben, wir trauen uns was. Ich habe gesagt, ich gehe mit. Ich weiß gar nicht, wie teuer die jetzt mittlerweile ist. Aber ich würde ja Milch auch nicht jetzt in 2 Liter konsumieren pro Tag. Sondern nutzt das ja auch nur um den Kaffee so ein bisschen. Ne? Kaffee mit Milch trinke ich immer ganz gerne und deswegen kaufe ich doch gerne mal so eine Biomilch. Apropos Bio, jetzt nicht Bio, aber Tzatziki von Apostels darf natürlich auch nicht fehlen. Guck mal, die haben sogar mehr Inhalt. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, finde ich auch. Eine 220 Gramm haben die jetzt. 200 Gramm fand ich damals auch vollkommen okay, aber alles in Ordnung. Apropos einkaufen, mehr oder weniger fürs Geld. Ihr bekommt gerade ein tolles Schnäppchen von einem meiner Lieblingsprodukte. Auch im Rewe. Hatte ich fast vergessen. Habt ihr mir sogar geschrieben auf Instagram, wenn das jemand geschrieben hat. Hey, Junkfood Guru, diese Woche bei Rewe im Angebot. Die Valess-Produkte für 1,99 Euro. Yes! Und mit irgendeinem anderen Rabattcode spart man sogar noch mehr Geld. Schreibt mal in die Kommentare, wenn euch das einfällt. Es gibt irgendeine Rabattaktion, die kann man, glaube ich, kombinieren. Finde ich sensationell. 1,99 Euro, deswegen auch zweimal zugegriffen. Nein, nicht dreimal, viermal, achtmal, zweimal, sodass noch für andere was da ist. Apropos Bio, ich habe da so einen neuen Joghurt für mich entdeckt. Ich habe den für mich neu entdeckt. Ich glaube, den gibt es schon länger. Früher kannte ich den von Emmy im Glas und ich fand den so lecker. Almigurt Bio. Sieht so ähnlich aus wie das Produkt von Emmy damals, ähnliches Glas. Und alter Falter, ist der lecker. Mango Vanille, ja, ich habe den richtigen gekauft. Mango Vanille kann ich euch empfehlen. Eine richtig leckere Sorte. Ich glaube, der kostet, ist das hier mein Rewe-Bon? Den habe ich jetzt hier leider nicht. Oh, der ist wirklich ein bisschen teurer, um die 1 Euro, glaube ich sogar. Und aromatische Heidelbeere, auch richtig lecker, gönne ich mir sehr, sehr gerne. Das war's jetzt schon vom Einkauf mit vom Aldi Nord, vom Rewe. Ich hoffe, ihr habt euch Inspiration geholt, hattet genauso viel Spaß beim Einkaufen. Ein paar Tipps waren ja dabei.
Die Produkte, die ihr hier seht, die ihr noch nicht kennt, werdet ihr bald auf meinem Kanal im Test finden. Hier oben könnt ihr den Kanal übrigens abonnieren, nichts mehr zu verpassen. Glocke aktivieren, Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!